Es ist aktuell 14:45 in der Nacht. Hinter mir in der Uniklinik Essen wird aktuell Manuel Schaar operiert. Polizisten haben die Uniklinik abgesichert. Man sieht hinter mir mehrere Streifenwagen stehen, weil man befürchtet weitere mögliche Attacken, entweder gegen ihn oder gegen einen möglichen Täter. Manuel Schaar war in einer Gaststätte in Essen und dort kam es zu einer Auseinandersetzung. Man weiß nicht genau, was dort passiert ist, nur Manuel Schaar erlitt offenbar einen Bauchschuss, wird momentan operiert. Es handelt sich um eine Notoperation, die mindestens 5 bis 6 Stunden dauern soll. Er schwebt in Lebensgefahr. Mysteriös ist momentan, dass Zeugen vor Ort etwas erzählten. K1, der berühmte Rapper, sei auch ebenfalls dort gewesen. Das bestätigt die Polizei momentan nicht. Was nur interessant ist, K1 hat ungefähr vor 4 Stunden bei Facebook gepostet, dass Manuel Schaar in Essen sei und es sich gut gehen lasse. Ob er es postete, weil er dabei war, oder von Manuel Schaar nur wusste, dass er in Essen ist, ist momentan völlig unklar.